So, dann herzlich willkommen zur Spätausgabe des JFD Live Trading TV Formats. Ja, was soll man sagen, was für ein Tag. Ich habe mich die Tage ja ein bisschen zurückgenommen mit den DAX und DAO Setups und war zurückhaltend, gerade wegen der Gefahr des heutigen Tages. Schauen wir mal kurz, was eben auch heute Vormittag habe ich ja noch erwähnt, dass es ein riesigen Move nach oben bzw. auch nach unten stattfinden könnte und gleichzeitig eben gesagt, hier unterhalb von 9600 Punkten wäre ein Rutsch bis 9440 Punkten möglich dann. Diesen Rutsch bzw. beides hat eigentlich dann der DAX erledigt. Einmal einen fetten Move nach oben und dann mit dem Bruch dieser Marke 9600. Zwar nicht auf Xetra, aber allerdings halt im 24-Stunden-Handel, also im Future-Handel, gab es sogar einen Kurs unter 9400 Punkten. Allerdings hat man, wie man sich hier sieht, ist eben bei 9,4 waren eben jeweils die Schlusskurse bzw. die Eröffnungskurse dann der Candles. Also das hat jetzt hier erstmal gepasst, sowieso auch die Analyse von Wochenbeginn, aber eben nicht getradet. Die Analyse gepasst, aber war eben zu vorsichtig. Ist halt dann so. Beim Dow Jones, einer hat hier zwar gratuliert, aber es stimmt ja nicht ganz. Ich habe hier eben noch auf ein neues Hoch eben gehofft und dann eben kräftige Short-Position bis hier runter. Auch das fand in dem Maße dann statt, allerdings nicht mehr das Hoch, aber allerdings ein gewaltiger Rücklauf an diese Unterstützungslinie. Gleichzeitig war an sich auch noch dieses Setup eben aktiv und ja, das will ich jetzt hier auch weiter verfolgen, auch wenn natürlich klar war, dass nach einem solchen Rutsch und der DAX hat natürlich auch die Korrekturmarke erreicht, hätte man auch hier frühzeitig rausgehen müssen sollen. Aber wie gesagt, ich war auch nicht am Rechner und die Setups sollten ja auch nur Orientierungshilfe sein. Also klar, ist jetzt hier der Move von den Amis ein bisschen auch zu stark, aber nichtsdestotrotz hat es sehr vieles auch diese Woche gepasst, obwohl es sehr vage bzw. sehr nachrichtengetrieben alles war. Also wer sich jetzt hier wirklich einstoppen hat lassen, hier war der Stopp damals, als es noch kein neues Hoch gab, theoretisch muss halt der Stopp hier hoch, aber dadurch wäre es auch überhaupt gar kein gutes Setup mehr geworden. Es ist ja, das Risiko wäre höher als das Gewinnpotenzial. Also lassen wir einfach mal den Stopp hier oben. Allerdings hier muss man dann schon hoffen, dass man hier nicht unglücklich ausgestoppt wird dann. Allerdings hier kann man eben auch jetzt eine Bewegung, 2, 3, eine höhere an das letzte Low. Also hier ist jetzt eigentlich schon angedacht, dass es hier eben nach unten geht. Also wer hier wirklich eingestiegen ist und nicht hier im DAX bzw. auf dieses Setup dann gesetzt hat, ist die Wahrscheinlichkeit trotzdem groß, dass mir eine Plus-Minus noch rauskommt. Aber schauen wir mal den DAX dann hier im langfristigen Bild an. Also das ist jetzt der Xetra DAX. Also diese Kerze, ich habe ja auch Anfang der Woche immer wieder auch hier betont, wo Oberkante des Rainbows läuft, genau eben bei 10.000 und da hat er dann eben auch gedreht. Also es hat hier mal wieder der Rainbow sehr gute Dienste geleistet. Diese Kerze wird, ja, gut nachbörslich stehen wir auch nur noch bei 9.500 Punkten. Die Kerze sieht natürlich aus, als wird jetzt hier morgen noch was unten dran gesetzt. Die nachbörslich war ja auch mal 9,4 schon aufgerufen. Also
Klar bietet sich mal wieder die 9,350 an, aber das wäre zu optimal. Also deswegen hatte ich auch bei 9,4 schon gesagt, dass hier, oder 9,440, spielt ja keine Rolle, 40 Punkte hin oder her, die Volatilität ist ja enorm, dass hier womöglich auch morgen dann ein Low vielleicht zum Abfischen ist bei 9,4. Sonst warte ich noch die Schlusskurse ab. Also die Wochenschlusskurse und dann gibt es nächste Woche wieder eine hoffentlich schöne und ja, zutreffende Analyse. Bei den Währungen, im kanadischen Dollar sind wir rausgeflogen mit Verlust. Der australische Dollar hat heute so rum jetzt hat ja leicht nachgegeben, aber zum Glück eben nicht die Volatilität erreicht wie andere Werte. Was auch hier wunderschön gelaufen ist, ist Silber. Man ist zwar hier, ich habe den Einstieg ja bei 9, bei 15,30 dann getätigt, aber auch der Ursprungseinstieg war genau am Low, genau wieder an der Rainbow-Unterkante. Und ja, sollte man, wenn man jetzt im Dow vielleicht Verluste erlitten hat, sind die hier definitiv mit 300 Pips rauszuholen gewesen. Ja, das muss man dann hier auch mal schauen, im Tief unter 1,45 und im Hoch bei 1,51 fast 600 Pips, wenn mich jetzt hier nicht verzählt habe. Und kam jetzt an die Verkaufszone hin. Dürfte hier morgen sehr interessant sein. Ein Move noch nach oben, dann wird hier, ob jetzt mit dem Stopp oder wer es eben so volatil ist, gleich ein Stück höher noch über diese Hochpunkte. Sei mal dahingestellt, aber interessant wird es nach dem neuen Hoch. Definitiv. Öl hat leider hier keine Einstiege zugelassen. Also einfach komplett intakter Aufwärtstrend mit kaum Korrekturen. Bei Evotec habe ich ja gesagt, wenn dann auf den Schlusskurs warten oder die Positionen teilen. Hier gab es jetzt einen leichten Ditch nach oben mit einem Abverkauf. Also für mich sieht es trotzdem ja, sehr schön aus, dass man oberhalb der 3-Euro-Marke auf 3,60 setzen kann. Allerdings, wie gesagt, in zwei Stufen, damit man einen Mischkurs bekommt. Dann noch zwei wichtige Sachen. Bei den IB Days ist am Sonntag JFD Brokers wieder am Start mit dem Ganztagesevent. Lars Gottweg, Christian Cameranti, Titia Henry Philipsen werden sehr interessante Vorträge bringen. Und auch hier gibt Christian Kämmerer noch am 11. März einige Webinare. Einfach hier auf JFD Brokers gehen und auf Events klicken. Da findet man fast täglich interessante Events. Das war's. Danke fürs Zuhören und bis morgen.